Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 13 Video. Das dritte Video an diesem Tage, die ersten beiden heute, gingen um die mobile Version, um den Release und eine exklusive Legende, die vorerst nur auf der mobilen Version erhältlich ist. Wer die beiden Videos noch nicht gesehen hat, sollte da unbedingt mal reinschauen. Die Fähigkeiten von dieser Legende stehen auch schon fest, hatte ich auch drüber erzählt. Und diese Legende wird garantiert auch über kurz oder lang in Apex Legends in der normalen Version verfügbar sein. Darum geht es aber heute nicht. Ihr habt im Titel schon gelesen, spielt Newcastle, bevor es zu spät ist, Nerf incoming und so weiter. Ein bisschen theatralisch, aber wahr. Ich sehe, dass sich die Geschichte ums Seer wiederholt. Am Anfang extrem stark kaputt genervt und keine Sau, in Anführungszeichen, spielt noch Seer. Ich habe es im letzten, ich sag mal, Newcastle Guide Tipps und Tricks Video schon angesprochen. Diese Legende macht mir so unheimlich viel Spaß. Noch nie so viel Spaß mit einer neuen Legende tatsächlich gehabt wie mit Newcastle. Und da steht sofort unter Verdacht, dann kann es nur genervt werden. Und so wird es auch leider geschehen, denn alles, was in Apex Legends Spaß macht, wird einfach kaputt gepatcht, kaputt genervt, weil Spaß ist in Apex Legends leider nicht erwünscht, sondern only schwitzen, Hardcore-Lobbys einfach aufs Maul kriegen. Für die Casual-Gamer unter uns, wie zum Beispiel mich. Damit so ein bisschen halbwegs Sarkasmus beiseite. Respawn hat schon verlauten lassen, dass Newcastle unter Beobachtung steht, dass definitiv was passieren wird. Sie haben noch nicht gesagt, was genau passieren wird, aber es wird definitiv eine der Fähigkeiten, vielleicht auch mehr Fähigkeiten betreffen. Und wer bis heute die Legende noch nicht ausgiebig testen konnte, um sich ein Urteil darüber zu bilden, oder meint, sie ist nicht zu stark, sie ist viel zu schwach, absolut nicht OP, dem lege ich das aktuellste Reaction-Video von Prise Salz einfach mal ganz nah. Er hat sich gerade das aktuellste, bis dato heute, die besten Plays von Newcastle, von verschiedenen Pro-Playern zusammengebastelt, angeguckt, ein Reaction-Video draus gemacht. Auch die Meinung von Prise ist sehr, sehr interessant und bestätigt auch meine Meinung, dass sie einfach ein wenig, vielleicht ein bisschen dolle zu krass ist. Ich muss es leider selber, ich habe die Legende jetzt gemaint, ich muss es leider schmerzhaft selber zugeben, dass die Legende ein bisschen zu krass ist und ich bin gespannt, was passieren wird. Aber ich glaube leider, dass genau die Geschichte um Seer sich jetzt mit Newcastle wiederholen wird und die Legende wahrscheinlich so weit kaputt geballert wird, dass die Legende einfach nicht mehr so geil ist, wie sie sich jetzt anfühlt. Ich bin mir sicher, dass es die ultimative Fähigkeit betreffen wird, damit ein bisschen Real Talk, dadurch, dass ja nicht wirklich feststeht, was passieren wird. Und hiermit lade ich euch natürlich herzlich ein, schreibt in die Kommentare, wie findet ihr jetzt aktuell die neue Legende? Seid ihr der Meinung von Respawn, dass was passieren muss? Der Meinung von Prise? Habt ihr euch das Video schon reingezogen? Und so weiter und so fort. Ich glaube, dass es die ultimative Fähigkeit betreffen wird, weil diese eigentlich nur eine Reichweite von 30 Metern hat. Mit einem kleinen Trick kann man diese Reichweite tatsächlich verdoppeln, indem du einfach einen Mate, der stupide geradeausläuft, anvisierst und schon kannst du bis auf knapp 70 Meter den verfolgen, hinpushen. Es gibt sogar einen Trick mit Revenant oder mit Loba, wenn du diese Ult zündest und während dieser Portring von Loba fliegt, kannst du das anvisieren und wenn deine ultimative Fähigkeit nicht gerade dann einschlägt, wenn der Loba-Ring noch unterwegs ist, portest du dich automatisch zu dem Standort von Loba und du kannst da extreme Reichweiten. Und genauso funktioniert das grob auch mit der Revenant-ultimativen Fähigkeit. Du haust die irgendwo hin, der Revenant kommt grob in deine Richtung, sodass er die 70 Meter gerade so erreicht. Visierst den an, der Revenant tötet sich selber mit einer Granate, sodass er aus der ultimativen Fähigkeit zurückfliegt. Und dann wird er zurück zu seinem Totem geportet und du fliegst dann automatisch, wenn du das Timing richtig hast, mit deiner Ulti bis zu diesem Revenant-Totem. Und das ist schon sehr, sehr krass. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wahrscheinlich dieses Anvisieren reduziert wird. Das taktische Schild, damit kann man auch viele spaßige Sachen machen. Das Cover hält vielleicht ein Stück zu lang und so weiter und so fort. Schreibt gerne mal hier rein, was ihr euch vorstellt, was da noch alles genervt werden könnte, was ihr OP findet, was da vielleicht geändert wird.
Und was wollte ich noch dazu sagen? Ja, wir können eventuell schon in 2 Wochen ungefähr damit rechnen. Meist ist es so, wenn eine neue Season beginnt, dauert es circa 2 Wochen. Da kommt der erste Patch mit Bugfixes und so weiter. Wenn natürlich hier und da eine Legende zu krass ist oder vielleicht eine Waffe, kam auch mal ein Patch, vielleicht ein bisschen früher. Aber wir kennen Respawn, meistens sind sie doch sehr langsam. Ich erinnere an die Geschichte, als die Devotion aus dem Care Package zurückkam und sie einfach zu krass waren. Das hat Wochen gedauert, bis sie endlich halbwegs erträglich war. Das kann natürlich auch erst in Mid-Season passieren. Müssen wir uns mal überraschen lassen. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Ich könnte wahrscheinlich jetzt hier noch eine halbe Stunde gefühlt über diese Legende sprechen. Mich graut es vor dem Nerf, bin ganz ehrlich, bei die Legende ist einfach der absolute Wahnsinn. Und das sage ich erstmalig zu einer Legende, dass sie so geil ist, dass ich einfach nur noch diese Legende spielen möchte. Und deswegen bin ich jetzt schon traurig. In voller Erwartung, bis der Nerf dann kommt. Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn es dann soweit ist. Leider Gottes, bin auf eure Reaktion, wie gesagt, gespannt. Halt jetzt meine Klappe und wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.